Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf Sherlock Holmes zu diesem Video. Kurzfristig habe ich mich dazu entschlossen, dieses irre Tool, das ich hier gefunden habe, in einem Video zu präsentieren. Es ist wirklich ganz, ganz toll, was hier wieder mal zusammengeschustert wurde. Und man muss ja immerhin bedenken, das Ganze sollte ja nur eine kurze Zeit dauern, um Flatten the Curve zu machen. Und was da mittlerweile draus geworden ist, man kommt aus dem Staunen wirklich nicht mehr heraus. Der NDR präsentiert hier also ein ganz tolles Tool und beginnt mit der Überschrift: Was darf ich? So als hätte man früher die Mami gefragt: Mami, was darf ich? Fragt man hier also: Was darf ich überhaupt noch? Und machen Sie den Corona-Regelcheck für Hamburg, steht hier dann weiter. In Hamburg gilt seit dem 10. Januar das 2G-Plus-Modell zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. Und jetzt kommt der Satz, der so ein bisschen zeigt, dass der NDR entweder kein Lektorat hat oder ein schlechtes Lektorat hat oder dass es dem NDR schlichtweg egal ist, was da steht. Denn die Leute lesen wahrscheinlich eh nur die Überschriften. Denn hier lesen hier, daneben gibt es noch die 2G- und 3G-Regeln und damit ein sehr komplizierte Vorgaben. Ein sehr komplizierte Vorgaben. Ich meine, das ist wirklich peinlich. Ich entdecke diese Dinger auf den Seiten der Öffentlich-Rechtlichen immer öfter. Also entweder ist es ihnen egal, weil sie denken, da liest sowieso keiner. Ja, oder sie haben schlechtes Lektorat. Spielt auch keine Rolle wahrscheinlich in ihren Köpfen. Das Geld fließt sowieso. Das ist ja gesetzlich oder ja, auch gesetzlich verankert. Auf jeden Fall hat man jetzt diesen Corona-Regelcheck entwickelt, um die Orientierung zu vereinfachen und das sehr komplizierte Netz aufzudröseln. Und dann kann man hier runterscrollen und dann geht es los. Der Corona-Regelcheck für Hamburg. Hier hat man den Status und die Aktivität. Und wenn man jetzt den Status öffnet, dann sieht man mal, wie weit uns die Impfung gebracht hat. Sie hat unser Leben deutlich vereinfacht. Wir haben uns frei geimpft. Denn wenn wir hier aufmachen, dann sehen wir, diese Impfung bringt absolute Klarheit. Ne, geimpft und gut. Naja, ganz so ist es nicht, wie wir hier sehen. Wir haben hier geboostert, dritte Impfung, geboostert und genesen, zweite Impfung und genesen vor mehr als 28 Tagen, zweite Impfung nach 14 Tagen, zweite Impfung vor 14 Tagen, erste Impfung, genesen und zweite Impfung, genesen vor mehr als 28 Tagen, genesen vor mehr als 3 Monaten und dann ganz einfach ungeimpft und unter 16 Jahre alt. Die Impfung hat unser Leben deutlich nach vorne gebracht und wieder entkompliziert. Das muss man ganz einfach sagen. Und dass die das hier so aufbauen und sich dabei wahrscheinlich auch gar nichts mehr denken, das für völlig normal halten, das lässt tief blicken. Der Aktivitäten-Modus, der ist dann ja auch breit gefächert, aber eben nicht ganz so breit. Es gibt euch noch viel mehr, aber man hat sich eben auf das Wichtigste fokussiert. Und das kann man zum Beispiel auswählen. Ich mache mal so 2, 3 Durchläufe. Ihr könnt das natürlich selber auch machen. Ich habe euch dieses super geniale Teil in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Nach 2 Jahren Pandemie, mit nach 2 Jahren Freiimpfen, nach über 160 Millionen verabreichten Impfdosen in Deutschland. Ja, wir sind wirklich vorangekommen. Das muss man ganz einfach sagen. Aber stellen wir uns einfach mal vor, ich bin ungeimpft. So, ich bin ungeimpft und ich möchte zum Friseur. Hier gilt mindestens 3G. Sie können das Angebot nutzen, müssen aber einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden in sein. Oh, das ist furchtbar. Der Corona-Test darf nicht älter als 24 Stunden in sein. PCR-Test 48 Stunden. Er kann auch vor Ort gemacht werden und so weiter und so fort. Gut, also Friseur ist möglich, muss ich einen Test haben. Dann gehen wir weiter. Als Ungeimpfter möchte ich zum Beispiel arbeiten gehen. Auch hier 3G. Also nichts mehr irgendwie mit völliger Bewegungsfreiheit. Ich brauche für alles mindestens einen Test. Eine Sportveranstaltung besuchen. Hier können Sie das Angebot zurzeit nicht nutzen, egal um welche Sportveranstaltung es sich handelt. Ich kann das Angebot nicht nutzen als Ungeimpfter. Und da gibt es mit Sicherheit noch viele andere Einschränkungen, wie zum Beispiel ins Hotel. Das darf ich nicht nutzen. Im Einzelhandel shoppen. Das darf ich nicht nutzen. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Auf eine allgemeine Veranstaltung darf ich nicht nutzen und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist man oder darf man sich als Ungeimpfter fühlen wie im offenen Vollzug mit sehr vielen Einschränkungen. Jetzt gehen wir aber mal auf die geboosterte dritte Impfung. Das ist der Goldstandard, wenn wir es mal so nennen. Jetzt möchte ich zum Beispiel eine private Feier machen. Wo haben wir eine private Feier veranstalten? Jetzt denke ich ja, ich habe den höchsten Level erreicht, ne?
Jetzt darf ich alles uneingeschränkt mit so vielen Leuten wie möglich. Wir haben immerhin, wie schon gesagt, über 160 Millionen verimpfte Dosen und wir haben den höchsten Status und wir haben die mildeste Variante, die es bisher von Corona gibt. Schauen wir mal. Sie können sich mit maximal 10 Personen treffen, wenn die anderen Personen ebenfalls als vollständig geimpft oder genesen gelten. Also nicht mit einfach drauf los, sondern nur mit 10 Personen. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und einen Nachweis haben, dürfen dabei sein. Und das verblüfft mich total. Es gibt ja auch Menschen, die sich einfach nicht impfen lassen können. Und das sind ja auch nicht wenige. Das befindet sich ja auch im Millionenbereich. Und diese Menschen werden ja immer der Gefahr einer Infektion ausgesetzt sein, auch als Ungeimpfte, weil sie sich nicht impfen lassen können und weil die Geimpften ja auch die Geimpften das Virus übertragen können. Also wie man Ungeimpfte, die sich nicht impfen lassen können, dieser Gefahr aussetzen, das ist mir vollkommen schleierhaft. Aber gut, okay, das ist hier die Vorgabe. Ich kann es ja nicht ändern. Ja, und dann geht's runter. Geboostert oder zweite Impfung und genesen vor mehr als 28 Tagen. Da ist dann schon, Sie können sich mit maximal 10 Personen treffen, wenn die andere Person ebenfalls als vollständig geimpft oder genesen gelten. Also, das zählt dann auch noch. Zwei Impfungen und genesen vor mehr als 28 Tagen. Zweite Impfung nach 14 Tagen. Wie ihr seht, ihr könnt es immer noch krachen lassen mit 10 Personen. Dann wird es aber schon schwierig. Zweite Impfung vor 14 Tagen. Sie können sich mit zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Da wird es dann schon schwierig. Ich würde es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich hatte noch was Interessantes gefunden. Jetzt finde ich es natürlich nicht, ist ja klar. Und zwar geht es um zum Beispiel in eine Gaststätte und dann höchster Level. Sie können das Angebot ohne Test nutzen, wenn Sie einen Impf- oder Genesenachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen. 2G+. Also, ich muss den Impf- und Genesenachweis vorlegen und immer meinen Lichtbildausweis. Das muss man sich auch wirklich alles mal geben, was heutzutage nötig ist, um irgendwo noch in Kleinigkeit essen zu gehen. Also, es ist wirklich irre. Dieses Tool hier ist also im Prinzip soll es eine Hilfe sein, aber es stellt auch wirklich bloß, wo wir uns im Moment befinden. Das ist wirklich absolut krass. Ich will jetzt nicht noch mehr Beispiele nennen, nicht noch mehr Beispiele aufführen, weil das könnt ihr selber mal ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Das würde sonst nur das Video in die Länge ziehen. Aber es ist wirklich unglaublich, wenn man nur an dieses Fenster öffnet, das zeigt eindeutig, wo befinden wir uns eigentlich. Es ist null Sicherheit, es ist 28, 14 Tage vor 14 und so weiter und so fort. Eine Impfung, zwei Impfungen mit geboostert und so weiter und so fort. Das ist Hanebüchen. Und jetzt soll uns eine Pflicht weiterhelfen. Naja, Leute, wie schon gesagt, jeder kann da denken drüber, was er will. Aber dieser Check hier, dieser Regelcheck, der uns zeigt, was wir überhaupt noch dürfen, der offenbart ein weiteres Mal das absolute Chaos, in dem wir uns befinden. Seit 2 Jahren sind wir keinen Zentimeter nach vorne gekommen. Ich bin der Meinung, wir sind eher zurückgegangen, um Kilometer anstatt nach vorne zu kommen. Das ist absolut ein Jammertal, in dem wir uns befinden und aus dem uns diese Regierung wohl auch nicht mehr herausführen wird. Meine Güte, 2 Jahre lang Experten, 2 Jahre lang Experten-Sitzungen, Ministerpräsidentenkonferenzen, die ja nie in der Demokratie vorgesehen waren. 2 Jahre lang ein Wahnsinn und viel Gerede, viel Aktionismus, viel Alarmismus. Und was kommt dabei raus? So ein Menü, in dem ich mir aussuchen muss, was bin ich eigentlich aktuell? Und ich sage ja gerade, wir haben über 160 Millionen verimpfte Dosen. Naja, okay, so viel zu dem Video. Ich habe es mal jetzt wieder live aufgenommen vom Bildschirm. Ich hoffe, ihr findet ein bisschen Gefallen dran. Lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben da. Vielleicht schließt auch ein Abo ab, um in Zukunft kein Video zu verpassen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich vielleicht auf Telegram besucht oder auf Facebook. Auf Instagram bin ich nicht so aktiv, aber auch da habe ich ein Konto. Wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich besucht, wenn ihr mich auf ein Stück auf meinem Weg begleitet und wenn ihr mich vielleicht mit einem Daumen nach oben oder so wertschätzt, meine Arbeit wertschätzt. Ansonsten, ja, ein schönes weiteres Wochenende. Und lasst euch bloß nicht unterkriegen. Es wird erstmal nicht einfacher, aber lange kann doch dieser ganze Zirkus eigentlich nicht mehr weitergehen. In diesem Sinne, liebe Grüße, euer Schorze von Sherlock Holmes. Ciao und macht es gut.